Es geht wieder in die Wildnis, juhe! Aber zunächst mal wollen wir noch klären, was ich am Ende des letzten Parts angesprochen habe. Da habe ich nämlich einen Elite-Pachirisu gefangen und ich hatte eh Bock, Pachirisu ins Team zu nehmen. Allerdings, als Elektro-Pokémon bleiben wir bei Luxtra. Schaut euch rechts die Werte an, auch wenn es ein dickes Elite-Ding war. Angriff 81, Spezialangriff 70. Ja, die Init ist gut, die Spezialverteidigung ist gut, aber sonst meh. Im Vergleich dazu Luxtra auf demselben Level. Oder selben Levelstandard, ne? Angriff und Spezialangriff deutlich höher. Was bringt mir die Init, Leute? Ich hätte es gern genommen, ne? Wir hatten ja zum Beispiel Togodemaru in Let's Play Pokémon Ultrasonne und das war ein gutes Ding, obwohl es so ein kleines Möchtegern-Pikachu ist. Haha, so würde ich so welche wie Pachirisu bezeichnen. Ich glaube, Dedenne ist auch ganz gut in der 5. Gen, aber Pachirisu leider too weak, too weak. Ja, bleiben wir bei Luxtra. Doch, tja, macht mehr Sinn. Es macht keinen Sinn, jetzt zu wechseln. Ja, also das Team bleibt zunächst. Am ehesten steht Hippoterus, weil es ebenfalls Boden ist, so wie Gastrodon auf der Kippe. Aber erstmal bleiben wir bei dem Team. Ich hätte es wirklich gern genommen, ne? Sieht ja knuffig aus, das Pachirisu. Ich finde, das braucht eine Entwicklung. Ja, dass es sowas wie Schlaraffel wird. So ein dicker Nager, der vielleicht auch was wegtankt, aber ein bisschen besser angreifen kann. Das ist so ein bisschen mein Plan gewesen. Nur um das zu beenden, sollen Massen auf Pokémon aufgetaucht sein. Im Sumpfland. Warum sehe ich denn... Wir machen heute mal was anderes. Wir haben ja Zeit. Ich denke mir immer, in jedem Part, ne, ich muss liefern für euch, ne? Ich muss für euch ein Event da bringen in den jeweiligen Part. Das muss ein Ereignis sein. Aber die Leute sagen zu mir, mach doch mal mehr Nebenquests. Und ich sollte zumindest mal einen Blick drauf werfen und es nicht so... Also ich mache schon die eine oder andere, ne? Aber ich verfolge die nicht so mit großem Eifer. Wir gucken jetzt einfach mal. Offenbar gibt es da eine Bande von drei freshen Bidizer, die in Jubeldorf Unruhe stiften. Sprich mit Tsumugi vom Sicherheitstrupp und geht der Sache auf den Grund. Und das bringt ja letzten Endes auch, ja, alles Mögliche. Spielgefangen. Ja, erstmal eins nach dem anderen. Wir gehen das mal so an, ne? Und gucken, was bei rausspringt. Ich habe jetzt den Wegweiser angemacht, ne? Mit Tsumugi soll ich sprechen. Gesundheit. Ist denn jetzt, das geht dann um die Quest, oder was? Die insofern markiert. Da muss ich mich ein bisschen reinfuchsen. Das sollten wir... Ja, ja, das ist tatsächlich so. Schön, dann werden wir einfach mal machen und gucken, was es uns bringt, okay? Wir müssen das Spiel nicht mit Ach und Krach schnellstmöglichst beenden. Wir spielen es ordnungsgemäß. Du hast bei der Prüfung drei verschiedene Arten Pokémon gefangen, oder? Oh, ist schon ein bisschen länger her. Dann würde ich dich gerne bitten, etwas für mich zu untersuchen. Ah, diese frechen Bidizer. Diese Rabauken. Ich habe nur kurz nicht hingeschaut, da sind sie glatt an mir vorbei und ins Dorf getapst. Ich habe als Wache des Sicherheitstrupps versagt. Was wird Kommandantin Belila nur denken? Schluss, jetzt Selbstmitleid hilft mir auch nicht weiter. Dann muss ich eben die Bidizer einfangen und die Sache wieder richten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich denn eigenhändig drei freche Bidizer fangen? Ich hab's. Diese kleinen Stingel wiegen sich wohl in Sicherheit, wenn andere Bidizer in der Nähe sind. Wenn du also einen Bidizer dabei hast und sie damit ablenkst, nutze ich das aus und schnappe sie mir. So machen wir das. Genialer Plan. Ich möchte, dass du mir dabei hilfst, diese drei frechen Bidizer einzufangen. Dein Plan ist scheiße. Nimm ein Bidizer in dein Team auf und suche nach dem Bidizer im Dorf. Wirklich? Das muss so sein? Das funktioniert so? Typisch Nebenquests. Einfach nur anstrengend. Ja, und schneller als gedacht fliegt Hippoterus aus dem Team. Nein, okay. Das war das Erste, was wir gefangen haben. Wild. Ich erinnere mich nicht mehr. Geht das so? Muss das so? Vielleicht muss ich die einfach wieder ansprechen oder so. Oder die laufen einfach hier irgendwo rum. Erstmal müssen wir die Bidizer finden. Wenn du ein anderes Bidizer dabei hast, solltest du das ausreichend ablenken. Vielleicht sind die markiert. Man sollte die ja nicht übersehen können, oder? Oh ja, die sind so frech, die machen so viel Ärger. Ja, nicht auszuhalten, was für eine Unruhe die hier verunstalten.
Bidi bidi. Mach doch mal. Bidi bidi. Jetzt stülpst du eine Decke über das oder was? Wie machst du das? Hast du einen Pokéball, ja? Ha, geschnappt! Dein Bidi-Zahn, du, ihr habt den Dreh echt raus! Alter, das verkriecht sich. Angstschweiß überbadet. In die hinterste Ecke und will einfach nur überleben. Und du kommst mir so, ne? Die kommt mir so, Alter. Da habe ich noch eins entdeckt. Bidi Bidi. Okay, ich muss den nicht mal hinschmeißen. Das geht so klar. Ach, das wird interessant heute. Diesmal. In diesem Part. Geschnappt, dein Bidi-Zahn, du hebt den Dreh echt raus. Wir müssen systematisch vorgehen. Hallo, Zwirfenst. Wenn in der Ecke eins ist und in der Ecke, hätte ich fast gesagt, würde sich am ehesten die Ecke anbieten, wo die herkommt, die Olle. Vielleicht mal hier mal schauen. Hier ist man ja auch selten, ne? Das Dorf ist schon okay designt, würde ich sagen. Oder wir schauen hinten auf dem Feld. Das kann auch sein. Wird mal Zeit, dass wir uns mal ordentlich hier umschauen. Was habt ihr hinten, ne? Hier kann man hin. Und hier ist nichts. Doch. Alles für Krüppuck, ne? Aber wenn wir für Arceus alle Pokémon fangen müssen, dann brauchen wir auch die ganzen Geisterlichter. Wer schüttelt sie jetzt schon beim Gedanken? Ja, und wisst ihr, wenn ich 3 Parts jeden Tag bringe, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach mal Bidizas suche. Versteht ihr? Das finde ich dann okay. Die Nebenquests können ja auch sehr unterschiedlich sein. Übungsplatz haben wir uns auch noch nicht ordnungsgemäß mit auseinandergesetzt. Huh? Bei der alten Dame am Glücksschrein kannst du Talismane kaufen, deren Besitz dir Vorteile bringt. Der Glücksschrein beschützt Jubeldorf, daher sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Sag mir, Kind, was wünschst du dir vom Glücksschrein? Was? Wirklich? Wenn du dich vor dem Verlust von Items schützen möchtest, brauchst du einen Wahrungstalisman. Das ist ein wundersamer Talisman, der aus unbekannten Gründen vor allen anderen Items verloren geht. Wenn du ohnmächtig wirst. Ach so. Wenn du dir mehr Widerstandskraft wünschst, brauchst du einen Schutztalisman. Dieser geheimnisvolle Talisman bewirkt, dass du länger durchhältst, bevor du in Ohnmacht fällst. Wenn du dir Gesundheit wünschst, brauchst du einen Status-Talisman. Dieses mystische Talisman vermeidest du Statusprobleme durch Pokémon-Attacken. Für meine eigenen Pokémon. Ach, die will doch... Die nimmt's doch von den Lebenden. Ich... Gute Frau. Sie denken auch, die jungen Dinger können so leicht über den Tisch ziehen, hä? Nicht mit mir. Guck mal, da finde ich die ganzen Sachen. Ist doch auch lustig. Ist auch schön. Wisst ihr, ich glaube, ich habe an diesen Geisterlichtern mehr Spaß, die zu finden, als das Ergebnis am Ende. Nämlich Krüppuck begegnen zu dürfen. Aber sagt's nicht weiter. Sagt's nicht weiter. Tja, wo könnte das letzte Bidizar sein? Ich kann's auch übersehen, weil... Alles, was keine 16-Bit-Pixel-Optik ist, ist mir zu viel auf dem Bildschirm. Grafik hin oder her. Irgendwie habe ich Interesse. Nee, da kann man nicht. Da nicht. Ab nach Fleetburg. Na bitte. Die machen wir doch voll hier, ne? Wie viele noch? Noch 3.
Ne, voll machen wir die nicht. Aber immerhin. Wahrscheinlich ist das Bidi jetzt da nicht annähernd so schwer versteckt wie die Geisterlichter. Also hier war ja eins. Das ist ja auch Quatsch. Ich würde am liebsten reiten. Einzige Gebiet, in dem Reiten nicht möglich ist. Könnte doch draußen vor den Toren sein, ja. Das zählt ja irgendwie dazu, oder? Das ist ein Bamlin. Ich hoffe mal nicht, ne? Vor allen Dingen wäre das ja auch dann... Weil hier könnten Geisterlichter noch versteckt sein. Kommt, wir schauen uns um. Vor allen Dingen, ich habe drüber nachgedacht, gerade da lang zu surfen. Dabei können wir die Pokémon im Dorf ja gar nicht rufen. Wir können ja gar nicht irgendwie hingehen und sein Magnus beschreien. Oder damit hier. Keine Ausdauer, junge Mann. Wieder kann ich den ganzen Tag quer durchs Dorf rennen. Kein Verständnis dafür. Schätze, hier ist nichts. Dann gibt's für euch den Schnitt. Den Schnitt zum Bidiza. Ist nicht mal ein Geisterlicht. Unheimlich. Da war's. Ich hab's erst nicht gesehen, aber durch die Blende war es mir bewusst. Ja, nicht weit. Nicht weit von der Ausgangsquest. Wäre eigentlich das erste gewesen, das man finden soll. Wahrscheinlich. No matter. Ha, geschnappt! Der Bidiza und du, ihr habt den Dreh echt raus. Wir sind ein Dreamteam, schon immer gewesen. Not. Wir haben es geschafft. Damit werden die drei frechen Bidiza eingefangen. Ich werde sie dann mal außerhalb des Dorfes wieder freilassen. Halt, stopp! Bevor du sie freilässt, nehme ich sie lieber zu mir in den Bautrupp. Was? Aber beim Bautrupp haben sie mit ihren Zähnen doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nun mal. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfs kennen? Außerdem zeugt ihre Vorliebe für das Holz unserer Gebäude von gutem Geschmack. Sie bleiben allerdings nicht einfach nur hier, sondern werden uns auch bei der Arbeit helfen. Durch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie jede Menge Ausdauer bewiesen. Zusammen mit ihren robusten Zähnen, für die weder Holz noch Steine ein Hindernis darstellt, macht sie das perfekt für den Bautrupp. Was? Steine sind kein Hindernis für Bidizas Zähne? Was? Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mit uns arbeiten? Nach harter Arbeit schmeckt das Essen sogar noch besser, glaubt mir. Bidiza! Das wollte ich hören. Ob die frechen Bidiza wirklich bei der Arbeit helfen werden? Aber Tsutsanka ist ja dabei, da brauchen wir uns sicher keine Sorgen machen. Damit hat sich die Sache erledigt. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Vielen Dank! Ein Sonderbonbon. Naja. Naja. Wir suchen jetzt mal hoffentlich interessantere Quests aus. Was hast du eigentlich? Was habt ihr eigentlich auf Lager? Klebkugelset. Ihr seid mir nicht geheuer. Ihr seid mit eurer Ware, seid ihr mir nicht geheuer. Da zeige ich euch, wie es ist. Geradeaus und durchweg. Ihr seid komisch. Spielgefährte Triftlon Zuberts Augen seltenes Ponita gesichtet. Der Geschmack von Honig weiter. Kämpfen mit Pachirisu. Hiroki vom Sicherheitsrupp hat uns den Auftrag gegeben, herauszufinden, wie man mit Pachirisu möglichst effektiv kämpfen kann. Macht sich an die Forschung. Naja, ich habe ja immerhin schon ein Pachirisu. Spielgefährte Triftlon. Anscheinend haben einige Leute im Dorf ein Triftlon mit einem Kind spielen sehen. Sprich mit Kimra vom Sicherheitstrupp, um mehr Details zu erfahren. Jetzt beide Wegweiser aktiv oder nur der letzte? Sind es Nebenquests, die man nur dort bekommt? Oder die man schon angenommen hat? Ich glaube, die bekommt man nur dort. Kann das sein? Hier vorne. Machen wir das noch. Generell kann man in jedes Haus hier reingehen. Vielleicht sollte ich das mal machen.
Vielleicht sollte ich das mal machen. So, der will ein großes Barmelin. Puh, ja. Du wirst dich um die Angelegenheit mit dem Triftlon kümmern? Vielen Dank. Wir haben gehört, dass bei Sonnenuntergang am Strand des Voraufbruchs ein Triftlon mit dem Kind aus dem Dorf gespielt hat. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Kinder mit Pokémon spielen. Was, wenn sie angegriffen werden? Wir vom Sicherheitstrupp sind sofort losgeeilt und haben nach den Kindern gesehen, aber allen ging es gut. Und keines der Kinder im Dorf wusste von einem Triftlon. Andere Leute beteuern jedoch fest, das Pokémon gesehen zu haben. Das lässt mir keine Ruhe. Der Forschungstrupp scheint mir am besten dafür geeignet zu sein, um die Sache aufzuklären. Bitte finde raus, ob sich am Strand wirklich ein Triftlon zeigt und mit dem Kind spielt. Bei dem Strand? Abends. Ach, Kinders. Bin mir nicht sicher, ob das im Dorf überhaupt zutrifft. Was dem Spiel, wenn dann überhaupt fehlen würde, wäre eine Anzeige oben rechts. Ja, da steht. Nein, kein Pin setzen. Dass wir gerade Tag haben, das sehe ich selbst. Komm, wir schneiden mal in die ganzen Häuser rein und sagen Hallo. Wird Zeit. Wir wohnen schon knapp 30 Parts hier. Da kann man schon mal Hi sagen. Welche finden wir in irgendeinem Haus, was interessant ist? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendeine Gegend auf der Welt gibt, wo die Leute damit okay sind, dass du in ihre, für dich fremden Häuser reingehst. Ja? Der Forschungsrupp hat ganz schön was drauf. In der letzten Zeit lesen viele der Dorfbewohner euren Pokédex. Irgendjemand wird hier was Interessantes haben. Mindestens eine Nebenquest. Die Zeit nehmen wir uns heute. Guck, es hat schon länger geladen, weil hier ein Evoli sitzt. Du bist doch vom Forschungstrupp, oder? Das trifft sich gut. Ich würde mich gerne noch besser mit diesem Evoli verstehen. Könntest du mir dabei helfen? Mein Enkelin Fleta hat es mir letztens mitgebracht. Ich möchte unbedingt, dass Evoli mich mag. Da hatte ich die Idee, ihm was Leckeres zuzubereiten. Mit gutem Essen macht man sich schließlich bei jedem beliebt, auch bei Pokémon. Nach einigem Überlegen habe ich mich jedoch für ein Gericht aus meiner Heimat entschieden. Doch leider gibt es manche der Zutaten in Hisui nicht. Also habe ich mir überlegt, was ich als Ersatz verwenden könnte. Bitte bring mir 3 Ehren Munterreis, 2 Frohbeeren und eine Himbeere. Munterreis, Frohbeeren, Himbeere. Ich kann ja mal gucken, ob ich das Zeug hab, ja? Da steht's, ich habe keinen Munterreis. Zumindest keinen dabei. Vielleicht habe ich welchen in meiner Box. Das sind 6 Häuser in einer Reihe. Das wäre auch interessant zu wissen. Allein die Tatsache, ob wir... Das ist mein Haus, ne? Als würde das alles so zu mir gehören. Als würde ich hier abends Holz hacken, Wasser holen und so... Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert, auch wenn ich es getan habe. Was? Was ist denn das? Aber guck mal, wie sehr es sich lohnt, einfach mal mit offenem Auge durch die Welt zu gehen. Hä? Ist er da, seit ich in den Ruinen war? Alter, wie nice. Voll lol. Ich wollte noch Munterreis gucken. Leistungs... Da! Gut, dann können wir kochen, alter Mann. Ich schenke dir doch gerne meine Zutaten. Die wachsen in Hisui nicht? Laber mir keinen... Die wachsen in dem Dorf nicht, will er vielleicht sagen. Weil, Fun Fact, ich habe die in der Hisui-Region gefunden. Just saying. Haben wir heute sogar ein neues Pokémon entdeckt und gefangen. Also, was denn? Ja, gefangen.
Du hast die Zutaten zusammen, nicht wahr? Gibst mir bitte 3 Ähren Munterreis, 2 Vorbeeren und eine Himbeere. Hier bitte. Guter Mann, du überreichst alles? Ach, die sind von alle von bester Qualität. Ich werde sofort loslegen. Es dauert nicht lange. Hört sich ein bisschen an wie der Händler bei Resident Evil 8. Und schon bin ich fertig. Möchtest du auch mal probieren? Denke nicht. Heimatmuffin? Dieses Beerengebäck ist sehr beliebt in Galar und anderen Regionen. Es schmeckt doch überraschend vielen Pokémon. Ja, aber wir sind in der Vergangenheit. Also Galar war, wir haben schon von Kanto gehört. Es ist halt witzig, dass die Sinnoh die einzige Region ist, die noch nicht, in Anführungsstrichen, existiert. Also, es schmeckt nicht schlecht, aber irgendwie anders. Normalerweise sollte die Konsistenz etwas saftiger und der Geschmack milder sein. Tja, mit diesen Zutaten wird das wohl nichts. Tut mir leid, dass du all diese Mühen umsonst auf dich genommen hast. Evo! Hm, was ist denn los, Evoli? Möchtest du etwa auch davon probieren? Na, wenn du wirklich willst, hier bitte. Evoli schmeckt's und feiert dich dafür. So schmeckt es dir also echt? Ach, wie bin ich erleichtert. Evo, Woli... Du möchtest noch mehr haben? Übertreib es besser nicht, sonst wird dir noch schlecht. Erst scharf drauf machen und dann... Evoli! Es ist so niedlich. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht zu sehr verwöhne. Durch deine Hilfe verstehe ich mich jetzt viel besser mit Evoli. Vielen Dank. Was die Muffins angeht, sie schmecken jetzt nicht wirklich wie die aus meiner Heimat. Wie wäre es, wenn ich sie daher Jubelmuffins nenne? Mit anderen Zutaten sollte ich leckerere Muffins für Evoli zubereiten können. Hier, versuch doch auch mal dran. Anleitung für Jubelmuffins. Küderteig. Wollte gerade sagen, aber die Quest ist abgeschlossen, ne? Danke. Wir haben nicht wirklich was davon, ne? Das beunruhigt. Wir kriegen für die Nebenquests für meinen Geschmack zu wenig Zeug. Man müsste wissen, welche Nebenquests wirklich guten Stuff geben. Wisst ihr da was? Gibt es, wenn ihr wisst, welche Nebenquests sich wirklich lohnen... Und wo man gute Sachen bekommt oder wie auch immer, dann schreibt's mal in die Kommis, weil es gibt zu viele und alle werde ich eh nicht machen. Und ja, wenn wir nur könnten uns auf die Interessanten beschränken, glaube ich. Hey Fremder, denk daran, dass du die Pokémon immer heimlich nähern solltest. Immer? Ach Quatsch. Was ist das für eine blöde Aussage? Okay. Gibt bestimmt noch mehr Nebenquests, ne? Eigentlich wundert es mich nicht, dass Pokémon uns angreifen. Für sie sind wir vermutlich kaum mehr als verdächtige Eindringlinge. Ladezeiten sind harte Zeiten. Bevor du dich an starke Pokémon heranwagst, solltest du sie die nötigen Items bereitgelegt haben. Das ist wahr, da bin ich immer noch ein bisschen blauäugig und nutze nicht die Macht, sie zu füttern oder in irgendeiner Form zu beruhigen, indem man sie abschmeißt. Solche Sachen. Warum erhoffe ich die ganze Zeit, dass irgendwo eine Truhe in der Ecke steht, die ich öffnen kann? Tatsächlich habe ich das von Holy Magic Century. Wie freundet man sich mit dem Pokémon an? Nicht so wie du. Nicht so da sitzen. Starken Pokémon solltest du dich am besten von hinten nähern. Machen wir heute tatsächlich einen Dorftrip, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich habe gehört, wie stark du bist. Wärst du da nicht als im Sicherheitstrupp besser aufgehoben? Ich mach mein eigenes Ding, mein Kumpel. Lass mich mal nur machen. Wenn wir den nächsten Stern haben, würde ich fast sagen, wir gucken nochmal, ob der Friseurladen eine neue Freezer hat. Ich sehe zu anständig aus. Oder neue Kopfbedeckung wenigstens. In einigen Teilen Hisuis sollen gewisse Pokémon, sogenannte Könige und Königinnen, in Rage herumwüten. Ist das irgendwie so Standard bei euch, oder? Warum sagt ihr mir das? Oh, es lädt lange.
Nichts ist drin? Wirklich? Irre. Spielphysik. Ja, ich bin aber trotzdem, so schön sie sind, kein Fan von den Nebenquests jetzt geworden, auch wenn wir uns damit nochmal auseinandersetzen werden. Zeit, Axanto, und du wohl auf? Bitte übernimm keine gefährliche Forschungsarbeit. Dass sie auch mit der Zeit immer wieder reagieren auf Dinge, die man getan hat, ne? Das ist auch je nach Zeitpunkt. Vielleicht sollte man erst ganz zum Ende des Abenteuers hier alles erkunden. Wobei, nur so von Spruch ist eigentlich wurscht, ne? Tauchen aber immer mehr Charaktere in ihren Häusern auf. Es kommen mehr und mehr neue Leute ins Dorf. Vielleicht ist es langsam an der Zeit, nach einer Hilfskraft oder einem Nachfolger zu suchen. Für was? Weil du da irgendwie auf dem Boden da an deinem Holz rumfummelst? So, ich glaube, das wär's. Man könnte meinen, nichts geschafft. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist die halbe Wahrheit. So. Nächsten Part gehen wir dann endgültig zurück zur Küste und sammeln da noch ein paar Pokédex-Einträge. Und ja, machen wir am Strand. Dann kriegen wir den vierten Stern, um weiterzukommen. Wisst ihr Bescheid, ne? Okay, alles klar. War heute was anderes? Also in diesem Part, ne? Ja, doch, das ist, wie gesagt, der Grund, ne? Alles klar? Ja, ne? Daumen, gut, gut. Halte ich die Klappe. Bis dann und ciao.